Jetzt sind Sie Lustenauer, so wie Daniel Zadra auch. Ihr Parteisprecher oder Ihr Landessprecher, der wurde ja immer wieder als S18-Verhinderer hingestellt oder in der Öffentlichkeit auch angegriffen vom politischen Mitbewerber. Wie sehen Sie das als Lustenauerin? Was für eine Variante braucht es in Bezug auf die S18? Die Z-Variante, CP-Variante oder am besten gar keine, ganz was anderes? Schauen Sie, wenn man in Lustenau aufwächst, dann kann man gar nicht anders als mit der Frage S18, was favorisiert man, wie soll das ausschauen, aufzuwachsen. Die Frage, wie das Verkehrsthema gelöst werden soll, ist älter als Daniel und ich sind. Sie ist auch älter als die Grünen sind. Wir sind heute an einem Punkt, wo es gut ist, dass es diesen Entschließungsantrag vom Bund gegeben hat, dass man sich diese Alternativen noch einmal anschaut, weil es gab die Wahl zwischen Z und CP und unser Bürgermeister Kurt Fischer hat das richtig formuliert. CP ist eine Cholera- und Pestvariante. Man kann es auch anders sagen, sie würde Lustenau in den Würgegriff nehmen. Wir wären dann umzingelt von einer Autobahn. Wir sind heute in einer Zeit, in der man Impfungen erfinden kann gegen tödliche Krankheiten, in der man zum Mond fliegen kann, in der man aus dem Weltall runterspringen kann. Ich bin mir ganz sicher, es gibt auch schlaue Lösungen, zwei Autobahnen zu verbinden.